Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Star Wars. Und heute geht's mal um eine Kleinigkeit, die schon des Öfteren gefragt worden ist. Und zwar geht es um Yolol. Ich möchte gerne eine kleine Tutorial-Serie starten, mit der ich kurz erkläre oder mit der ich genauer erkläre, was denn Yolol ist, wie Yolol funktioniert und wie man damit ein Schiff steuern kann. Damit ihr dann Sachen wie ein Generatorscript oder ein Mining Laser oder auch so Sachen wie das Textpanel oder ein Avoidance-System oder ähnliche Sachen programmieren könnt. Vorausgesetzt, ihr habt das notwendige Verständnis von der Programmierung und der Berechnung diverser Variablen. Kurz vorweg schon mal, Yolol selber ist eine Programmiersprache, mit der man alles steuern kann, was Rang und Namen, und Namen meine ich hier wirklich, werdet ihr da sehen, was ich damit meine. Damit könnt ihr alles steuern in eurem Raumschiff, was eben irgendwo vorhanden ist, benannt ist und eine Verbindung zum Netzwerk hat. Das Ganze funktioniert über ein recht simples Skriptsystem, aber das Skript selber kann halt sehr erschlagend sein. Speziell, wenn man von Programmierung jetzt generell jetzt nicht so die Ahnung hat, sind so Skripte, wie wir hier haben, vermutlich eher so ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, also dann siehst du irgendwelche Skripte. Ich meine, wer das Isan-Skript gesehen hat, der weiß, was ich meine. Das Ding ist einfach mal komplett wahnsinnig. Und da muss selbst ich dann dreimal gucken, wie denn jetzt, was da genau funktioniert und wie Sachen funktionieren. Und es wird euch eine Zeit lang weiterhin so gehen, dass ihr keine Ahnung habt, was denn so Sachen jetzt genau tun, warum Sachen da sind. Aber wenn man grob drin ist und zumindest die Grundlagen verstanden hat, kann man schon mal beim Durchlesen einer Skriptzeile erkennen, was das hier macht. Zum Beispiel, das hier setzt einfach nur die Farbe der Buttons. Das ist alles, was das Ding tut. Da kommt man jetzt erstmal nicht drauf. Aber das ist tatsächlich so, was das ist tatsächlich das, was das Ding hier einfach macht. Und Warnung schon mal vorweg, so eine Sachen wie ein Avoidance-System oder das Textpanel oder auch das Isan, das werdet ihr nicht programmieren können, wenn ihr nicht bereits einige Ahnung von Mathematik und Programmierung habt oder nicht gewillt seid, euch da wirklich reinzufuchsen. Das ist nichts, was du mal eben so zwischendurch mal lernst. Das ist auch nichts, was ich hier beibringen kann. Kleinere Skripte, kein Problem, da ist das relativ einfach gehalten. Aber so komplexe Sachen, da braucht ihr das Grundverständnis, wie Programmierung funktioniert, wie Sachen vernünftig berechnet werden müssen, etc. etc. Das wird man euch nicht abnehmen können in dem Fall. Also da schon mal kurz die Warnung vorweg, ihr werdet nicht alles programmieren können, wenn ihr nicht ein Verständnis von hoher Mathematik oder Programmierung generell habt. Das schon mal als kleine Warnung bevor. Aber dazu kommen wir dann später. Als erstes will ich ganz kurz zeigen, was ist denn mit dem, wie denn genau Sachen funktionieren auf eurem Raumschiff? Wie weiß welches Textpanel, was es anzeigen muss? Wie weiß welcher Button, was er steuern soll? Wie weiß das Skript, wie er Sachen ansteuern soll und so weiter und so fort? Wie kommunizieren die Sachen auf dem Schiff untereinander? Und dazu habe ich schon mal was vorbereitet hier. Zack. Und zwar hier dieses Beispiel. Wenn wir von dem Netzwerk reden auf dem Schiff, meinen wir alles, was mit einem Kabel verbunden ist. Jedes Gerät, was irgendwo einen Kabelanschluss hat, ist im Netzwerk. Hier muss man ganz klar sagen, entgegen landläufiger Meinung ist ein Stromanschluss oder ist Strom im System nicht zwangsläufig notwendig, damit das Netzwerk funktioniert. Ich kann jetzt hier einen Hebel drehen, ja, und du siehst schon, der Hebel. Lass mich das ganz kurz mal. Wieso bist du nicht getackert, mein Freund? Du solltest eigentlich getackert sein. So. Also, ich kann jetzt hier auf den Hebel schauen. So. Und dann das hier bewegen. Und ihr seht schon, wie das Netzwerk plötzlich sagt: Hier, komm mal her. Was ist hier los? Der zeigt die ganzen Daten an und die Veränderung. Ich kann jetzt hier auch rangehen und das Kabel mal trennen. Kann ich jetzt hier nicht? Moment. Machen wir das schnell hier.
Und der sollte das trotzdem weiter funktionieren. Wir gucken wieder drauf. Ich bewege den Hebel. Und das Netzwerk geht auch ohne Strom. Es gibt nur diverse Bauteile, die eben Strom brauchen. Und dafür muss dann der, müssen die Batterien angeklemmt sein. Für Hebel und Anzeigen und Buttons, in der Regel braucht ihr keinen Strom, aber in eurem Schiff werdet ihr eh immer Strom haben. Weil Triebwerke brauchen Strom, Laser brauchen Strom, alles, alle möglichen anderen Sachen, Türen, irgendwelche Scharniere, braucht alles Strom. Dementsprechend werdet ihr langfristig so oder so da Strom dran haben. Also, Kabel und fertig. Dann seid ihr schon auf der sicheren Seite. Nun kann man verschiedene Teile anders anklemmen. Die Hebel, die haben alle diese Pinorix hier. Achtet immer auf diese runden Kreise, diese runden Anschlüsse mit den Punkten drauf. Wird mal stehen da. Achtet immer darauf, das sind Anschlüsse für Strom oder für Netzwerk. Nun haben aber Sachen wie Buttons oder Panels diese Anschlüsse eben nicht. Buttons und Panels müssen auf ein Panel gelegt werden, auf diese Kontrollplatten. Die gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Und nur dann habt ihr die Möglichkeit, die auch mit dem Netzwerk zu verbinden. Jetzt gucke ich, ich habe gerade drauf geschaut, auf das Panel Value. Und du siehst gerade, ich bewege den Hebel und plötzlich ist es auch im Netzwerk. Also ich sehe jetzt auch im Netzwerk, was hier passiert, weil das Ding über dieses Kabel mit diesem Cable Plug verbunden ist und dann die Verbindung an die Platte übergibt. Wichtig hierbei ist allerdings, dass die Verbindung hier ist zwar da auf der Seite, warte, wir können gucken. Die Platten selber haben ja auch die Verbindung. Sekunde. So. Die Platten selber haben die Verbindung, leiten sie auch weiter, aber eben nicht nebeneinander. Wenn ich zum Beispiel jetzt Folgendes tue, ich packe jetzt mal diese Platte hier rüber und tackert die kurz fest. Wichtig ist, die müssen allein getackert sein, ansonsten ist keine Verbindung da. So, und dann los. Gucke ich wieder drauf auf das, auf die Anzeige. Ups. Und es passiert nichts. Ich bewege zwar den Hebel, aber das Ding erkennt das nicht. Der Grund dafür ist, dass Platten nicht an der Seite leiten. Hier musst du dann entweder von hinten oder von vorne eine weitere Kontrollplatte drauf packen, zum Beispiel. Die dann natürlich antackern auf beiden Seiten, ansonsten wird das nichts. So dass der Bolzen durch beide Platten durchgeht und jetzt ist die Verbindung zwischen beiden Platten da angemacht und tada, jetzt sehe ich auch wieder den Hebel. Ja? Also darauf achten, die Platten verbinden sich nicht untereinander. Schön ist auch übrigens, bei dem, ihr habt zum, um eine Platte verbinden zu lassen, habt ihr die Möglichkeit, entweder ihr benutzt diesen Cable Plug, so heißt der, der gibt die Verbindung nach unten weg, oder ihr benutzt diese Panel Base. Diese Panel Base gibt die Verbindung nur an dieser weißen Kante ab. Ich muss jetzt hier so ein Panel zum Beispiel da drunter packen. Nur dann geht jetzt die Verbindung von dem Panel Base auf diese Textpanel und dann in die Platte. Das ist ein bisschen verwirrend, da kommt man gerne durcheinander, aber es funktioniert halt eben in der Regel so. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit, hier diesen Control Table Stand zu nehmen, 45 Grad, der halt auch sehr schön geeignet ist, um halt eben so Anzeigen schön gekippt zu haben. Das ist sehr praktisch. Und der hat ebenfalls direkt einen Anschluss. Und jetzt kann ich hier verschiedene Platten dran tackern. Ich könnte jetzt hier den zum Beispiel davor legen. Dann daneben die beiden Platten etc. Das geht alles einwandfrei. Kann man wunderbar machen. Das bleibt dann eurer Fantasie überlassen. Wichtig ist eben, die Platten müssen überlappen, damit der Strom fließen kann. Auch schön ist die Tatsache, dass man hier drüben bei dem Gerät. Nehmen wir ganz kurz mal den da raus. Zack. Dass man mit dem Cable Plug auch von hinten die Verbindung herstellen kann. So. Der hat jetzt hier hinten das Kabel dran. Das heißt, du könntest also die Platten verbinden miteinander, ohne dass man es von vorne sieht, zum Beispiel. Einfach den Cable Plug hinten dran und dann ist die Verbindung zum Netzwerk da.
Und er verbindet trotzdem. Ne? Also auch von beiden Seiten die Verbindung ist möglich. Ich kann die Platten auch von hinten gegenpacken, die Kontrollplatten. Ich kann also eine komplette Wand machen aus Kontrollplatten, wo man von vorne nicht sieht, wie die verbunden sind. Das ist durchaus möglich und in vielen Fällen sogar gewünscht. Die letzte Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen, ist ganz einfach hier dieser Control-Table, dieser Pilotensitz. Der Pilotensitz hat hier unten an dem Control-Stand, an dem Pilot-Chair-Stand, hat er den Anschluss. Und dieser Stand gibt dann die Daten an diesen Kontrolltafel weiter. Ich könnte jetzt hier auch in die Kontrolltafel weitere Panel anpacken, um das Ganze noch größer zu machen. Und so hast du eine ganz einfache Möglichkeit, ein paar Kontrollen bei dir aufs Schiff zu packen, ohne groß jetzt mit irgendwelchen Plugs arbeiten zu müssen. Wichtig ist nur, Systeme können sich nur sehen untereinander, wenn sie in demselben Netzwerk sind. Es muss eine Verbindung da sein. Und ob eine Verbindung da ist, siehst du halt eben, ob indem du kurz drauf schaust und einmal schaust, ob denn hier unten Daten geführt werden und ob hier Daten durchspringen. Wichtig ist, hier springen nur Daten rein, wenn sich Daten verändern. Wenn kein Stromverbrauch da ist, wenn der Generator nicht runtergeregelt wird, wenn keine Veränderung irgendwelcher Daten im Netzwerk ist, dann ist das hier auch leer. Ne? Also da aufpassen, wenn sich nichts verändert, bleiben die Felder leer. Erst bei der ersten Veränderung werden alle Sachen geupdatet und dann sehe ich auch, welche verschiedenen Daten ich hier habe. Okay? Also da aufpassen, dass ihr dann nicht eventuell in eine Falle tappt und euch wundert, warum ihr nicht im Netzwerk seid. Aber in der Regel bei einem Schiff, was läuft, da ist meistens die Batterierate, die wird ständig geregelt. Wenn ihr Generator-Skript habt, der tickert eigentlich ständig. Wenn ihr ein Skript habt, was da ständig läuft und irgendwelche Daten setzt, dann ist auch das ständig aktualisiert. Also ich kenne selten Schiffe, wo sich diese Daten nicht wirklich verändern. Und noch ein sehr schöner Trick, um zu wissen, ob ein System gerade angeklemmt ist oder nicht, das habe ich von Navi gelernt, ist es, einfach mal eine Lampe zu nehmen und die einfach im Baumodus oder auch im Live-Modus einfach mal irgendwo dran zu klemmen, dran zu pappen. Zack. Und die Lampe ist hier von Hause aus aus. Ich kann aber gucken, ob die Lampe Strom abgibt, zum Beispiel. Weil, wie gesagt, wenn du keine Device-Felder hast, die Daten abgeben, dann hast du ein Problem. Aber, wenn das Ding an einem geschlossenen Stromkreis hängt, auch im Testmodus ist das Ding plötzlich aktiv. Also so kannst du ganz genau gucken, ist das Ding aktiv oder nicht. Auch im Baumodus, auch im Testmodus, so kannst du ganz schnell prüfen, habe ich hier jetzt gerade Strom drauf? Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man mal sich nicht ganz sicher ist, ob denn die Verbindung wirklich gerade zum Hauptsystem da ist oder nicht. Na? Also auch guter Tipp, in dem Fall Lampe hinsetzen, geht auch im Testmodus oder im Baumodus selber, um schnell zu prüfen, ist denn da Strom drauf oder nicht. So eine Art Stromprüfer, den ihr da habt. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall der erste Check. Bin ich im Netzwerk? Ja, nein. Sehe ich irgendwelche Datenveränderungen? Und wenn ich die nicht sehe, dann sollte ich vielleicht mal gucken, was dann da los ist und warum ich die eben nicht sehe, ob die Verbindung wirklich da ist. Ja. Okay, also wenn ihr dann alles im Netzwerk habt und alles verkabelt ist und alles passt soweit und die Verbindung ist da und alles ist schick, dann ist die Frage, wie steuere ich jetzt Sachen an? Wie sage ich diesem Panel, dass er mir bitte anzeigen soll, welchen Wert dieser Hebel hat? Dazu kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Und zwar Namen. Namen oder in dem Fall Device Fields, so nennt sich das hier in dem Fall. Jedes Objekt hat verschiedene Device Fields. Die haben verschiedene Bedeutungen. Welche Bedeutung welche Device Fields haben, da kommt man mit der Zeit drauf. Aber der wichtigste ist meistens immer der erste. In dem Fall hier der Lever State. Dieses Device Field nennt sich Lever State und das ist der Status des Hebels. Setze ich den auf 10, sitzt der Hebel auf 10. Dann ist der Hebel direkt auf 10 gesetzt. Das ist der Wert des Hebels. Den kann ich hier einschränken mit einem Minimum, mit einem Maximum. Wenn ich den auf 10 setze, ist das Minimum 10. Setze ich den auf 1000, kann ich den bis auf 1000 hochmachen. Ich kann sagen, welchen Spielraum er haben soll, welchen Output es geben soll, wenn er in der Mitte ist oder auf 0 ist. Wie schnell er sein soll, wenn ich die Taste drücke für den jeweiligen Hebel. Denn dieses Device Field kannst du auch ansteuern über die Tastenkombination. Wenn ihr im Pilotensitz sitzt und V drückt, habt ihr ja die Übersicht überall Anzeigen. Und da seht ihr einen Haufen Zeug. Und
Das ist, was ihr damit ansteuert, dieses Feld hier oben. Das ist das Hauptfeld, das wichtigste Feld. Hier wäre es zum Beispiel Pay and Value, in dem Fall. Das Ding hat keine Device Fields, weil da ist nichts Wichtiges drin. Dann haben wir Textfelder, die haben Text drin zum Beispiel. Ich habe mir gerade eins rein zum Beispiel. Textpanel. Packen wir hier mal drauf, kurz drehen, zack. Hier ein Textpanel oder einen Button. Da gibt es auch verschiedene Buttons mit verschiedenen... Der Standard-Button ist, die kennt man, den blauen Button. Das ist der mit den Standarddaten. Ist richtig drin? Ja. Kurz nochmal vertackern, dass es so verbunden ist und dann passt das. So. Der Button hat das Device-Field Button-State, also welchen Status er hat. Und du kannst dem Button sagen, was ist dein An-Wert, On-State, was ist dein Off-Wert. Ich kann dir sagen, pass auf, wenn du an bist, bist du auf 0. Und wenn du aus bist, bist du auf 100. So. Das ist zum Beispiel sehr häufig genutzt für den Cruise-Button. Den machen wir uns gleich mal fertig. So. Und damit ist jetzt, sage ich jetzt, wenn der Button an ist, gibt der 0 raus. Ist der Button aus, gibt der 1 raus. Wichtig hier auch ist, die Änderung erfolgt nur, wenn ich den Button drücke. Das heißt, der fragt nicht ständig, hey Button, wie ist denn dein Wert? Sondern der Button sagt, übrigens, mein Wert ist jetzt so und so. Und das erst, wenn du den Button drückst. Das ist so der Punkt. Nur ist die Frage, woher weiß denn jetzt der Button, was er denn jetzt steuern soll? Ich drücke jetzt hier drauf und dann setze ich was auf 100. Das ist das Ding. Der Button setzt sich nur selbst auf 100. Und alle anderen Device-Fields mit demselben Namen. Habe ich jetzt also zum Beispiel diesen Hebel und sage, der geht auf 100. Oder so. Der ist 0. Und der heißt jetzt zum Beispiel Button-State. Dann heißt dieses Feld Button-State und dieses Feld Button-State. Groß- und Kleinschreibung ist aber tatsächlich völlig egal. Das ist YOLO völlig egal. Es geht nur um den Namen an sich, die Zeichenkette. So, jetzt habe ich das Device-Field Button-State auf dem Button und das Device-Field Button-State auf dem Lever. Wenn ich jetzt den Button drücke, dann sieht man auch, dass der Hebel sich bewegt. Ich habe übrigens den Button, habe ich Button-State umgestellt auf 1. Damit wird der Button vom Taster zu einem Toggle-Button. Das ist einfach, was Button-Style macht. So. Wichtig dabei ist zu verstehen jetzt an der Stelle. Der Button setzt nicht direkt den Hebel hoch. Er hat jetzt keine Kontrolle darüber, was der Hebel macht. Er weiß nicht mal, was das Device-Field eigentlich tut. Alles, was der Button macht, ist, er schaltet den Button-State um zwischen 0 und 100. Ich könnte ihn jetzt hier auch manuell setzen, aber sieht aber nichts. Weil diesen Wert kannst du nicht setzen von Hand, zumindest nicht im Button, aber du kannst ihn setzen über den Taster. Ja. Um es zu verdeutlichen, machen wir folgendes. Der Button-Set ist jetzt aus, weil der Hebel ist auf 0. Ziehe ich jetzt den Hebel nach oben, ändert sich ebenfalls der Button-State und sobald der Button-State auf Max ist, auf 100 ist, geht auch der Button wieder an. Weil jetzt ist es genau andersrum. Der Button selber wurde jetzt durch den Hebel aktiviert. Jetzt. Ne? Denn auch der Button reagiert auf den Hebel. Aber auch nur bei 0 und 100. Nur wenn die beiden Werte, die er sich selber eingestellt hat, erreicht werden, nur dann reagiert der Button drauf. Das ist das Grundkonzept, mit dem ihr wirklich, dass ihr euch verinnerlicht haben müsst. Ihr setzt mit den Hebeln, Schaltern, Skripten oder sonst was nicht direkt ein anderes Objekt. Ihr setzt einen Wert im Netzwerk und andere Geräte reagieren darauf. Sei es jetzt der Vorwärtsschub, sei es jetzt das Generatorskript, sei es die Thruster, sei es der Rangefinder, der an- oder ausgeht, die Laser, Kollektoren, alles. Ihr steuert nicht direkt das Objekt, sondern ihr steuert das Device-Field, den Namen. Und dieses Device-Field löst dann bei anderen Objekten andere Reaktionen aus. Und so funktioniert das im Großen und Ganzen. Und wenn man das verstanden hat, weiß man auch dann plötzlich, wie denn der Cruise-Button oder der Turtle-Modus funktioniert. Ich habe dazu mal ganz kurz hier einen Flugcomputer hingestellt. Und der Flugcomputer hat verschiedene Device-Fields. Hier ist der Anschluss zum Flugcomputer selber.
Die Input-Range, also von wie viel, von Minimum bis Maximum, üblicherweise 0 bis 100. Und dann der generelle Multiplier. Der Wert, mit dem dieser Wert hier multipliziert wird. Denn 100 mal 100 sind 10.000. Und 10.000 ist genau der Wert, der an den Pflastern dasteht. Das heißt also, du kannst hier dann sagen, wenn ich den Multiplayer auf 10 setze, ist plötzlich 1.000 der Maximalwert. Das heißt, der Input bei 100 wäre dann immer noch Output 1.000. Und das ist was du auf jeden Fall, wenn du das weißt, verstehst du auch, wie der Turtle-Modus funktioniert. Es wurde einfach dieses Feld hier umbenannt auf Turtle. Und dann hast du einen Button, der schaltet den Turtle zwischen 100 und 1, 100 und 10 oder Wert deiner Wahl um. Und damit steuerst du alle Thruster oder den maximalen Output aller Thruster mit einem Knopfdruck. Weil du einfach sagst, hier, pass auf, der Turtle-Modus, oder in dem Fall der Multiplayer ist jetzt der Turtle-Modus, der Button heißt auch Turtle-Modus. Der Button setzt dann das Device-Field Turtle zwischen 10 und 100 oder 1500, je nachdem, welchen Wert du möchtest, um. Und darauf reagiert dann er hier und limitiert dann sämtliche Pflaster, sämtliche Outputs auf eben diesen Multiplier. Und beim Cruise-Modus hast du hier den Hebel. Du hast hier den Hebel für den Forward-Button zum Beispiel. Ne? Den könnte ich auch umbenennen. Ich könnte sagen, ich nenne den mal hier Abfahrt zum Beispiel. Zack. Dann ist jetzt mein Vorwärtshebel ist jetzt der Abfahrthebel. Mein Vorwärtsfeld. Dieses Feld entscheidet, wie viel Druck ich nach vorne geben möchte. Und dann habe ich hier jetzt einen Hebel, das ist so üblich. Der würde jetzt normalerweise heißen FCU Forward. In dem Fall nennen wir ihn aber Abfahrt. So. Wichtig hierbei ist, das ist eine sehr doofe Idee, das zu machen, weil dann jeder, der das Schiff fliegen will, braucht ein eigenes Keybind, wo er Abfahrt manuell auf W legt. Weil standardmäßig ist FCU Forward auf W, das ist das Standard-Setting für jedes Schiff. Du hast es jetzt umbenannt auf Abfahrt und jetzt muss jeder, der das Schiff fliegen will, logischerweise Abfahrt auf eine Taste legen, und zwar W in dem Fall. Ansonsten kann er nicht vorwärts fliegen, weil W weiterhin den Forward-Hebel setzen möchte, was aber nicht geht, weil kein Forward-Hebel da ist. So, wenn die beiden Hebel also gleich heißen, üblicherweise FCU Forward, dann steuert dieser Hebel jetzt das Feld FCU Forward. Daraufhin reagiert er hier und sagt, da will jemand, ich bekomme den Wert Forward 100, das heißt, ich möchte gerne 100% nach vorne drücken und gibt das dann weiter an den Flugcomputer, der dann die Thruster steuert. Und das ist alles. Und der Cruise-Modus beschäftigt sich mit einer Spezialfunktion eines Hebels, nämlich dem Centering Speed. Der Centering Speed gibt an, wie schnell ein Hebel sich wieder auf seine ursprüngliche Position begibt. Aktuell ist der Centering Speed 0. Das heißt, aktuell passiert gar nichts. Setze ich den jetzt auf 1, ist das die Geschwindigkeit. Ich weiß nicht genau, wie schnell das jetzt wirklich ist, aber so kann man es hier dann austesten, welche Speed einem dann am besten gefällt. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert das. Setze ich den jetzt auf 100 zum Beispiel, dann ist der Centering Speed instant. Bin instant wieder auf 0. Ne? Upsala. Lass das Ding los und instant wieder auf 0. Weil Centering Speed 100 ist. Und jetzt benennen wir den einfach um. Auf Cruise oder ähnliches. Und jetzt haben wir einen Button. Den nehmen wir jetzt auch Cruise. Damit der Button diesen Wert setzt. Übrigens, ganz wichtig, es gibt verschiedene Device-Fields. Nicht jedes Device-Field kann von außen gesetzt werden. Zum Beispiel dieser FCU Forward, der kann gesetzt werden. Aber wenn die Thruster zum Beispiel, die haben einen Output-Wert. Den kann ich nicht setzen. Ich kann auch hier den Button nicht sagen, von außen sagen, du bist jetzt gedrückt oder nicht gedrückt. Also nicht spezielle Werte zuweisen. Sondern der Button gibt den Wert letztendlich raus. Und reagiert darauf, welchen Wert das Ding hat. Also da aufpassen, nicht jeder Wert kann auch gesetzt werden oder es macht nicht Sinn, jeden Wert zu setzen, zum Beispiel. Anyway, so wir haben den jetzt hier benannt, jetzt benennen wir den Button-Stick ebenfalls auf Cruise.
Zack. Und da wir den bereits auf 100 gesetzt haben, springt der auch automatisch auf 100 hoch. Und jetzt, kurzer Gedankensprung, wir wollen ja, dass im Cruise-Modus der Hebel sich nicht verändert. Null verändert. Also muss der On-Wert 0 sein. Und beim Off-Button, wenn also Cruise-Modus aus ist, soll der Hebel zu 100% wandern. Also 100. Ihr könnt auch weniger machen als 100 in dem Fall. Wenn ihr also einen langsamen Geschwindigkeitsverlust wollt, dann könnt ihr den runternehmen. Aber üblicherweise ist 100 eher so Standard. Und jetzt setzt der Button den Cruise-Modus zwischen 0 und 100. Und wenn wir jetzt auf den Hebel schauen, verändert sich dort jetzt ebenfalls der Cruise-Modus zwischen 0 und 100. Weil das der Button jetzt macht. Und damit haben wir den Centering Speed gesetzt und damit entschieden, dass der Hebel wieder zurückgeht oder eben nicht. Heißt, der Cruise-Modus steuert den Centering Speed und der Hebel steuert dann den Flugcomputer und wir entscheiden, dass der Hebel vorne bleibt oder eben nicht. Und das ist der Cruise-Modus. Zu wissen, welcher Hebel was tut, ist nicht, oder welches Device-Feld was tut, ist nicht immer einfach. Es gibt auch kein mir bekanntes Wiki, was wirklich jedes Device-Feld erklärt. Also im Starbase-Wiki findest du eine gute Erklärung für die meisten Sachen, aber auch nicht alles. Manche Sachen sind selbsterklärend, wie zum Beispiel eben der Binds Move Speed. Das heißt, der Keybind, wie schnell der Keybind schiebt. Ja. Ich mache es immer gerne bei einem Backwards-Hebel, setze ich den immer gerne auf 100, weil wenn ich auf die Bremse drücke, möchte ich auf die Bremse treten, und zwar volle Kante. Das heißt, der springt dann instant auf 100 und geht nicht erst langsam hoch, zum Beispiel. Andere Felder sind vielleicht ein bisschen komplizierter zu verstehen, wie zum Beispiel der General Multiply vielleicht, oder auch die Input Range, okay, ja, vielleicht. Also einige Sachen, da musst du kurz gucken, was da los ist. Bei den Batterien hast du auch eine Priority zum Beispiel drin. Hier haben wir den Wert zum Beispiel Stored Battery Power und Max Battery Power. Diese Werte können nicht ausgelesen werden. Ist unmöglich. Können nicht gesetzt werden, weil es bringt dir nichts. Es bringt nichts, in der Batterie zu sagen, wie voll sie ist. Die Batterie sagt dir, wie voll sie ist. Fuel Tanks, ähnliches Prinzip. Wenn mal was nicht ganz klar ist, welches Feld heißt, guckt ins Wiki, schreibt im Discord, fragt danach. Da kann man euch sicherlich helfen. Oder wenn ihr eine bestimmte Funktion sucht eines Objektes. Das erste, was ihr machen solltet, guckt immer in das Objekt rein mit dem U-Tool und guckt, welche weißen Device-Fields es hat. Das sind die Werte, mit denen du arbeiten kannst. Das sind die Werte, die dieses Objekt selbst hat. Wenn jetzt so eine Platte jetzt keine Objekte hat, dann heißt es, da gibt es einfach nichts. Das Ding kann halt nicht gesteuert werden. Ja? Manche Objekte haben einfach keine Device-Fields, weil es keinen Sinn macht, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu steuern. Wenn sie Device-Fields haben, dann haben wir hier verschiedene Werte. Zum Beispiel hier mit den Panel-Value, den können wir manuell setzen. Wir können auch die Max-Value setzen. Die Max-Value setzen, zack. Dann ist es zwar immer noch auf 100, aber plötzlich ist die Grenze oben bei Dingens. Die Resolution können wir hochsetzen auf 2. Dann würde... Quatsch. 0.1 zum Beispiel. Dann zeigt der jetzt mit Nachkommastellen an. Oder 0.01, dann haben wir zwei Nachkommastellen. Jetzt kann ich hier sagen 1.002. Das zeigt das an. Habe ich den Wert jetzt noch kleiner? Macht es nicht. Es sei denn, ich drehe den wieder hoch hier. Zack. So. Und das ist halt eben die Resolution, mit der du die Zahl anzeigen kannst, wie fein du das haben möchtest. Und das ist so im Großen und Ganzen der Anfang für YOLOL. Das sind ganz einfache Sachen, der Cruise-Button, der Turtle-Button und ähnliche Sachen. Die lassen sich meistens komplett lösen, ohne überhaupt ein Skript haben zu müssen. Der Generator-Button von der Anfänger-Laborer ist ein ähnliches Prinzip. Das setzt in einem Generator das Generator-Limit. Dazu kommen wir später, wie man das steuert. Okay, komm, machen wir schon damit. Wir machen mal ganz kurz noch einen Generator und dann zeige ich nur ganz kurz, was das denn bei den Generatoren wichtig ist. Denn da gibt es auch sehr viele Verwirrungen. Lass mich also das mal kurz dazu machen und dann soll das für die Folge reichen. Also wir haben hier unseren Generator und der Generator hat diverse Teile und diverse Device-Fields. Du hast zum einen die Fuel-Chamber und die Fuel-Chamber hat diese Device-Fields. Die Fuel-Chamber-Unit-Rate-Limit. Die Fuel-Chamber-Unit-Rate. Fuel Chamber Fuel,
und Fuel Chamber Max Fuel. Von den Namen kann man schon grob erahnen, was sie tun. Fuel Chamber Fuel ist, wie viel Sprit hat die Fuel Chamber selber? Also, wie viel Sprit hat diese Fuel Rod? Im Grunde ist es einfach nur eine Übersetzung von Stored Raw Fuel und Maximal Fuel. Also, wie viel Fuel hat diese Fuel Rod und wie viel passt maximal rein? Und das ist einfach im Grunde nur die Übersetzung Fuel, Max Fuel. Ne? Das kann maximal drin sein, so voll ist es. Kann man benutzen, um zum Beispiel den Füllstand auszulesen. Da alle Fuel Rods 300.000 haben, ist dieser Wert eigentlich fast schon überflüssig, aber eventuell gibt es in Zukunft andere Fuel Rods mit anderen Max-Werten und dann wird es wieder sinnvoller. So. Interessant sind die beiden Sachen. Die Fuel Chamber Unit Rate sagt aus, wie viel Sprit diese Fuel Chamber rausgibt. Wie viel Fuel lässt sie durch? Aktuell steht sie auf 33,33. Was daran liegt, dass wir einen Generator dran haben. Eine Fuel Chamber kann bis zu 3 Generatoren betreiben. Und je mehr Generatoren dran sind, desto mehr Fuel muss da logischerweise raus. Mal das tackern. So. Das heißt, bei 2 Generatoren müsste jetzt die Fuel Chamber Unit Rate auf 66,666 Periode liegen. Das ist der Wert, der hier rausgegeben wird. Wie viel Sprit gibt das Ding raus? Und das kannst du limitieren mit dem Fuel Chamber Unit Rate Limit. Du kannst der Fuel Chamber sagen, wie viel Druck sie rausgeben soll, wie viel Sprit sie rausgeben soll. Das wurde in der Alpha sehr gerne genutzt, weil das hier instant war. Also die Generatoren liefen immer mit voller Power, aber die Fuel Chamber hat gesagt, nee, du kriegst gar keinen Sprit. Und nur wenn du Sprit reingedrückt hast, dann sprang der Generator an und lief direkt auf dem gezielten Wert. Deswegen hat man da gerne die Fuel Chamber Unit Rate Limit gesetzt, weil es eben instant war. Das ist jetzt geändert im Early Access. Es funktioniert genauso wie mit dem Generator Limit. Nur halt eben musst du dann immer umdenken, von wegen, wie viele Generatoren habe ich drin und wie viel Sprit sollte ich reingeben, um maximale Leistung zu erfüllen. Deswegen nutzt man das heute eher nicht mehr. Heute, im Early Access, nutzt man eher wieder den Generator selber. Auch der hat eine Generator Unit Rate Limit und eine Generator Unit Rate. Und die Generator Unit Rate Limit, die entscheidet, wie schnell darf mein Generator laufen. Zwischen 0 und 100. Jeder Generator für sich, aber, wichtig, es ist hier immer dasselbe Feld. Und wenn ich es jetzt einmal setze, das Feld, dieses Limitfeld, dann nehmen alle Generatoren dieses Limitfeld auf. Und dann zeigen sie in der Generator Unit Rate ein, wie viel Sprit sie gerade verbrauchen. Oder wie schnell sie gerade laufen. Diese Unit Rate ist nur ein Ausgabewert, der dir sagt, wie viel läuft mein Generator gerade. Kann man gut nehmen, um es auf dem Panel zu zeigen. Ähnlich wie bei der Fuel Chamber Unit Rate. Der interessante Wert hierbei ist allerdings das Limit, denn dieses Limit kannst du setzen und kannst damit den Generator oder die Fuel Chamber limitieren. Wichtig ist, ich empfehle nicht, die Fuel Chamber und den Generator zu limitieren, weil das kombiniert sich dann. Dann läuft der Generator mit 50%, kriegt aber auch nur 50% Sprit zum Beispiel. Und dann läuft alles irgendwie total doof. Kann ich also nicht empfehlen, das zu kombinieren. Entscheidet euch für eins aktuell, im aktuellen Bild Early Access vom September, ist es am einfachsten, die Generator-Unit-Wert zu steuern und damit allen Generatoren zu sagen, wie viel Sprit sie brauchen. Ich kann es mal an einem praktischen Beispiel auch zeigen, indem ich mal ganz kurz den Maulwurfen aufrufe. Und dann mal kurz in den Testmodus gehe. Denn wenn ich dort jetzt Gas gebe, dann geht hier auch mal, oder die Laser starte. Kurz in den Testmodus rüber. Und da vorne. So. Denn ich habe bei mir im Panel, habe ich die Fuel Chamber Rate und den Generatorrad habe ich drin. So. Aber jetzt will ich den Laser auf einer Taste. Ja, das ist zum Beispiel jetzt kein Buttonstall 1, das ist Buttonstall 0. Einfach ein Taster, den ich gerade mit Space auslöse. So. Und jetzt sieht man schon da vorne. Mal ganz kurz mal die Dings in die Hand. So, und was kleiner machen. Einfach mit der Maus draufgehen und Maus zu scrollen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und da sehen wir jetzt,
dass die Generator-Unit-Rate liegt gerade bei 30, weil etwa 30% meiner Batterie fehlen. Na, das steuert gerade ein Skript. Aber die Fuel-Shimmer-Unit-Rate ist dann nochmal geringer, weil die Fuel-Shimmer-Unit-Rate bis zu 3,5 Generatoren anschmeißt. Das heißt also, das ist der Sprit, der gerade aktuell durchgeht. Das sind die aktuellen Werte, das sind nicht die Limits. Mein Skript selber setzt die Limits. Können wir mal kurz anschauen, die Generatoren. So. Also mein Skript selber steuert nicht die Fuel Chamber. Die Fuel Chamber, das Limit, ist weiterhin auf 100, unverändert. Ne? Verbraucht jetzt hier den Sprit. Und wir sehen die Fuel Chamber Unit Rate, also wie viel Fuel Chamber, wie viel Sprit es den gerade rausgibt. Das Limit, was ich setze, setze ich auf die Generatoren, indem ich allen Generatoren den entsprechenden Wert gebe, oder indem ich den Wert setze hier, die Fuel Chamber Unit Rate Limit. Und die setze ich, falsch, da muss ich drauf gucken. So, genau. Die Generator Unit Rate Limit, die steuere ich via Skript und sage den Generatoren, wie schnell sie laufen dürfen, und zwar allen. Indem ich diesen Wert setze und dann fangen die Generatoren alle an und sagen, ach Moment, ich darf maximal mit dem Wert laufen, also laufe ich maximal mit diesem Wert. Verbrauche dadurch dann aber auch entsprechend weniger Fuel. Dadurch geht dann hier diese Unit Rate runter, obwohl der eigentlich auf 100% steht. Ja? Das ist in dem Fall dann völlig egal. Und so funktioniert es mit den Generatoren. Wichtig ist halt eben, was häufig verwechselt wird, ist halt eben die Fuel Shade, das Rate Limit und das aktuelle Rate, den aktuellen Wert. Da kommen Leute gerne durcheinander, die werden es nicht verstehen, was jetzt was ist und was jetzt was tut. Wichtig ist, ihr setzt nur das Limit, wie schnell das Ding laufen soll, und seht dann in der Anzeige, wie viel der aktuell gerade läuft. Wenn das Limit und der aktuelle Wert nicht gleich sind, dann gibt es verschiedene Gründe dafür. Entweder nicht genug Kühlung, nicht genug Sprit oder der andere Wert ist falsch. Sprich, ist das Generator-Limit gesetzt oder das Fuel-Chamber-Limit auf 100%, wird die Fuel-Chamber niemals auf 100% laufen. Andersrum genauso. Ist die Fuel-Chamber limitiert, aber der Generator auf 100%, wird der Generator niemals auf 100% laufen. Keiner halt einfach nicht, ne? Weil die sich dann gegenseitig behaken. Und so funktioniert es dann mit den Generatoren. Und auf diese aktuell macht es bei mir ein Skript, das sehen wir dann im nächsten Video dann. Aber ihr könnt diese Generator Unit Rate Limit, wie beim Laborer, einfach über einen Button steuern. Ein und aus. Das heißt, du kannst auch einen Button machen, der sagt, Generator Unit Rate Limit ist 0 und 100. Und dann setzt du den quasi ein oder aus. Und danach hast du ein Skript eventuell, was dann das überschreibt. Aber zumindest hast du dann einen generellen Ausschalter, mit denen du das ganze Schiff ausschalten kannst, zum Beispiel. Habe ich bei mir auch drin, aber auch hier wieder über Skript gelöst. Dann kurz wieder zurückgehen. Blueprints, Basics. Und das sind so die Basics zu YOLOL, zur Programmierung, zur Steuerung eures Schiffes mit Hilfe von im Grunde schon YOLOL. Das ist im Grunde schon ein leichter Skript. Nur halt eben. Oder das ist die Grundmechanik, die funktioniert. YOLOL macht im Grunde dann nichts mehr anderes, außer den Tastendruck über den Button zu ersetzen und statt halt eben den Hebel zu schieben, sagt das Skript von wegen, dieses Device-Field, dieser Wert im Netzwerk ist so und so viel. Was der Wert dann macht, ist dem Skript völlig egal. Geht das Skript auch gar nichts an. Das Skript setzt nur die jeweiligen Werte und dann machen andere Objekte wieder was mit dem Wert, zum Beispiel fahren die Generatoren hoch oder schmalten die Laser an oder ähnliches. Und wie das dann mit dem in YOLOL funktioniert, mit einem Generator-Skript zum Beispiel, das zeige ich dann in der nächsten Folge. Und dann gibt es die ersten Codezeilen, die ihr programmieren könnt. Aber wenn ihr das verstanden habt, werden die ersten Programmierversuche relativ simpel werden. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne subscriben oder links und rechts auf die Videos klicken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.